Im Bereich der Seiser Alm haben freilaufende Hunde, wohlgemerkt nicht die beiden Hunde aus diesem Video, innerhalb eines Jahres 8 Rehe gerissen. Doch wie kam es zu so einer Häufung? Ja gut, das ist ein gutes Jagdgebiet da oben. Es ist sonst ruhig an und für sich in der Gegend und sind recht viele Rehe da. Und das Problem ist halt, dass also auch sehr viele Spaziergänge unterwegs sind mit Hunden. Und das macht es natürlich aus. Die lassen die Hunde frei laufen und dann passiert sowas immer wieder mal. Leider. Waren das auch Hunde von Landwirten hier in der Gegend oder waren das eher so Privatpersonen oder Touristen? Also mit Landwirten hundertprozentig nicht, das wissen wir, sondern eher Touristen oder natürlich auch Einheimische, die da wohnen und ihre Hunde halt laufen lassen. Jetzt wird ja überlegt, bestimmte Bereiche anleihenpflichtig zu machen für die Hunde. Was ist denn da genau geplant? Das wäre jetzt genau der Weg rauf vom Ort zum Seiser Alm. Das ist auch der Fußweg und so weiter. Und da wollen wir es auf alle Fälle anleihenpflichtig machen, weil da sehr viel Wald dabei ist, wo die durchgehen. Da wollen wir es machen. Und wir haben jetzt auch noch einen Vorfall gehabt mit dem Hundebiss an der Aache entlang. Also wir werden auch da schauen, ob wir da sind sehr viele Spaziergänger und Kinder unterwegs, dass wir diese Bereiche, wo jetzt einfach Vorfälle waren, dass wir da dann anleihenpflichtig machen. Jetzt haben sich ja auch Landwirte beschwert wegen dem Hundekot in den Wiesen. Was ist denn da geplant? Ja, das ist das Nächste. Gut, wir haben wirklich, glaube ich, genügend Hundetoiletten aufgestellt. Da muss man einfach an die Vernunft der Hundebesitzer appellieren, weil es ist ja wirklich kein Problem, wenn er seinen Sackerl mitnimmt und da muss es vielleicht einmal ein paar hundert Meter tragen, aber dann kann er es einwerfen. Also das ist einfach die Unvernunft. Wie kann denn so eine Anleihenpflicht dann in bestimmten Bereichen kontrolliert werden? Ja, das ist, ja gut, der Jäger kann natürlich dann, wenn er die Leute sieht und im Wald unterwegs ist, oder auch so, man kann die Leute darauf anreden dann. Bloß das Problem ist, und das müssen wir uns noch klären, diese Anleihenpflicht, die gilt normalerweise immer nur für Hunde ab 50 cm. Aber es ist natürlich heute so ein Terrier oder so weiter, jagt genauso. Also da müssen wir jetzt mal schauen, da sind wir jetzt gerade noch am Abklären, wie man das also genau macht, dass also das für alle gilt.